Möchtest du wissen, mit welchen Filmformen du dein Unternehmen auf YouTube am besten und erfolgreichsten präsentieren kannst? Welche YouTube-Formen und YouTube-Formate für Unternehmen in deinem YouTube-Kanal gut funktionieren? Welche YouTube-Filmformen oder YouTube-Videoformen der erfolgreichen Help-Hub-Hero-Strategie folgen und zu mehr Aufrufen und Abos führen? In diesem Video verrate ich dir die Top-Formate, die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben. Und am Ende habe ich ein besonderes Angebot für dich. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von News on Video. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Filmgestaltung in unserer Videoagentur. In diesem Film erfährst du alles über die erfolgreichsten YouTube-Filmformen, die deinem Kanal zu mehr Reichweite und Engagement verhelfen können. Beginnen wir mit dem Erklärvideo-Beispiel. Mit der YouTube-Filmform Erklärvideo werden Themen mit einfachen Texten verständlich erklärt. Ein Erklärvideo produzieren heißt Help-Content machen, denn Erklärvideos beantworten Fragen, die dein Publikum hat. Deshalb werden Erklärvideos in der YouTube-Suche gefunden. Die Videoform Erklärfilm kann gedreht werden, oft eignet sich aber ein animiertes Erklärvideo besser, weil man von den abstrakten Gedanken in einem Kopf bis hin zum Innenleben einer Maschine viel mehr herzeigen kann. Eine Unternehmensreportage produzieren lassen heißt auf eine YouTube-Form setzen, die mit realen Bildern gestaltet wird. Wie bei einer Fernsehreportage zeigst du in dieser Filmform Dienstleistungen, Produkte oder Aspekte deines Unternehmens und interviewst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine spezielle Videoform, die auch diesem Prinzip folgt, ist eine Best-Practice-Geschichte oder eine Success-Story. Hier zeigst du ein gelungenes Projekt und lässt am besten deine Kundinnen und Kunden erzählen, was dein Unternehmen besonders und erfolgreich macht. Wenn dir die YouTube-Filmform Reportage zu herausfordernd ist, kannst du auch nur ein YouTube-Interview produzieren lassen. Wir sprechen bei dieser Videoform von tragenden Interviews. Der Inhalt des Gesprächs steht im Vordergrund. Einen YouTube-Talk produzieren bedeutet, dass mehrere Menschen daran teilnehmen. Und warum nicht einfach Menschen auf der Straße fragen, was sie von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung halten? Diese Filmform nennen wir Meinungsumfrage. Manchmal auch Vox Pops. Die vielversprechendste YouTube-Videoform einsetzen bedeutet natürlich einen YouTube-Videoblog erstellen, der regelmäßig und zuverlässig erscheint. Die wiederkehrenden Formate auf YouTube nennen wir Hub-Content. Denn diese Videoformen führen dazu, dass die Menschen deinen Kanal abonnieren. Es gibt tolle YouTube-Formen, sogar eigene YouTube-Formate, um deine Produkte herzuzeigen. Ein YouTube-Packshot zeigt dein Produkt mit Verpackung, so wie es im Regal steht. Ein Unboxing-Video produzieren lassen bedeutet, dass das Produkt im Video vor der Kamera ausgepackt wird. Und ein Produktvideo zeigt, was deine Erzeugnisse können. Aber die hilfreichste Videoform herstellen heißt natürlich eine verfilmte YouTube-Gebrauchsanleitung produzieren. Wenn du keine Gebrauchsanleitung hast, aber ein komplexes Produkt, dann produzier bitte eine. Wenigstens mir zuliebe. Für einen Blick hinter die Kulissen kannst du einen YouTube-Making-of-Film erstellen. Der kann alles Mögliche in the Making zeigen, auch Eventvorbereitungen oder die Spannung vor einer Produktpräsentation. Und einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen bieten wir von News on Video mit unserem dreidimensionalen Rundgang. Du kannst bei uns einen Videorundgang produzieren lassen, man sagt auch einen VR-Film erstellen lassen. Du zeigst deine Unternehmenszentrale, deine Fertigungshalle oder dein Produktlager virtuell her, am besten in Kombination mit Interviews. Besonders beliebt und wichtig sind YouTube-Formen, die dir helfen, Personal zu finden. Es gibt die Employer-Branding-Produktion und du kannst Recruiting-Videos produzieren lassen. Employer-Branding-Videos erstellen soll helfen, dein Unternehmen im Markt zu positionieren und deine Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinnenmarke zu stärken. Ein Recruiting-Video erstellen lassen ist zielgerichteter. Meistens wird es für einen bestimmten Job gemacht und sollte die wichtigsten Fragen für potenzielle Mitarbeitende beantworten. Eine tolle Möglichkeit für deine HR-Abteilung ist die YouTube-Filmform Porträt. Egal ob du Mitarbeitende, die Chefetage oder einfach einen Job porträtierst, wichtig sind hier spannende Protagonistinnen und Protagonisten. Einen ganz wichtigen Tipp habe ich noch. Verpacke deine Videos. Eine Signation, Trenner, Schlussroller,
gut gemachte Bauchbinden. Alles das macht deinen Content professioneller und macht für alle YouTube-Formen Sinn. Ich habe dir zum Ende dieses Videos ein spezielles Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Meine Videoagentur News on Video hilft dir gerne dabei, die richtigen YouTube-Filmformen für deinen Kanal zu finden und umzusetzen, um maximale Erfolge zu erzielen. Ich komme gern zu einem Gespräch vorbei. Auch wenn du deine Videos in-house produzierst, können wir dir mit umfangreicher Beratung und Aus- und Weiterbildung helfen. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Film wertvolle Erkenntnisse darüber gewonnen, welche YouTube-Formate am besten für dich geeignet sind. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um Unternehmenswachstum, YouTube-Marketing und YouTube-Videoformen. Alle YouTube-Filmformen, die ich heute vorgestellt habe, werde ich in den nächsten Filmen näher erklären. Schau dir das nächste Video zum Thema an, nämlich welche Filmformen auf YouTube nicht funktionieren. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!